Guten Tag, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's mal wieder weiter mit Outlast. Letztes Mal sind wir irgendwo da vorne vor dem Dicken weggelaufen. Wir haben zwei Batterien, das sind schon wieder sehr, sehr gute Voraussetzungen. Hier waren wir, denke ich, schon überall. Eine Batterie. Sehr gut. Also, wir sind vor dem Dicken weggelaufen. Und der konnte wohl irgendwie nicht durch dieses Bett da vorne durch. Durch das da. Keine Ahnung. Besser ist es, wenn er nicht nachkommt. Ja, jetzt gehen wir weiter. Der nächste Jumpscare ist schon da. Alter, hallo. Was ist denn mit dir, mein Freund? So, okay, also ich bin doch nicht in Stimmung für ein Horrorspiel heute. Deswegen wird das jetzt alles sehr witzig werden. Ach, es sind alle Türen zu. Ach, kurz. So, kurz ein bisschen eingrooven hier. Oh, was ist hier so los? Hier war vorhin mal der Dicke. Hallo. Okay. Sehr, sehr stressig. Da läuft auch jemand rum. Hallo. Du siehst ja gar nichts, Alter. Sehr unbequem. Okay, was geht hier? Kann ich dir? Ich kann keine Türen öffnen. Alter Schwede. Okay. Ah, da ist offen. Eine offene Zelle. Kann ich die Tür zumachen? Lasst mich raus! Okay. Ja, gut. Wo geht's denn hin? Liegen hier irgendwo Batterien? Ich brauche Batterien. Oh, ich kann unter das Bett klettern. Oh, gute Information. Aha, aha, da ist wieder der Typ da. Kann ich dir öffnen? Nö, okay. Hier, ah, hier kann ich rein. Ist hier was Tolles? Nö. Sind denn Toiletten was? In dem Waschbecken? Ich will dir helfen. Wer will mir helfen? Okay. Ich will eigentlich nur eine Batterie haben. Hallo. Moment, ich muss nur. Was musst du nur? Was ist was? Eine Spielkarte? Ein Toder? War das der vorhin von einem Dicken zerfetzt wurde? Fragen über Fragen. War ich da schon drin? Jo. Wer redet denn da gerade mit mir? Kann ich den nicht sehen oder wo muss ich denn hin? Also ich war schon überall jetzt. Die Batterien werden schon wieder leer. Ah, ach so. Ich möchte dir helfen, aber ich kann dir nicht helfen. Du wirst mal gefilmt. Kann ich da rein? Jo, in die leeren Zellen kann ich anscheinend überall rein. Aber es liegen nirgends Batterien. Das ist ganz, ganz schlecht. Hey! Masturbiert der oder? Okay, ich will es nicht wissen. So, da geht's nach oben. Es geht mit dir. Hallo. Okay. Mir hat er nichts getan. Er mag mich anscheinend. Hier kann ich auch wieder rein. Ist halt die Frage, ob mir das was bringt, wenn ich denn da jetzt in jede Zelle reingucke. Ach komm, jetzt ist die Batterie wieder leer. Oh ja. Hier geht's runter. Da ist auch einer. Okay. Was ist hier? Hier ist zugesperrt. Da ist nicht mal wer drinnen. Okay. Kann ich ihn jetzt schon öffnen? Nö.
Ist wieder so ein ganz verstümmelter. Ja, dann werden wir wahrscheinlich hier weiter müssen. Auch nicht. Ich will dir helfen. Ja, ich habe schon gemerkt, dass du mir helfen willst, aber wie willst du mir denn helfen? Hier komme ich nicht nach oben. Kann ich hier entlang? Ah, ach so. Ja dann. Das Experiment läuft immer noch, anscheinend. Und jetzt? Das war, denke ich, falsch. Okay. Aber jetzt sind wir bei dem Toten wieder. Hallo. Hey. Sehr unkomfortabel sieht das aus. Kommen wir denn hier irgendwo nach oben? Alter, wenn man ein bisschen was sehen würde, was man hier eigentlich tut. Hier? Nee. Hier? Auch nicht. Aber hier wäre so ein Schuttberg. Nö. Alter, was muss ich tun? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Okay, ich gehe einfach wieder hier lang. Eventuell habe ich ja hier irgendwas falsch gemacht. Keine Ahnung. Schreibt es jetzt in die Kommentare. Gefühlt in 4 Tagen quasi sehe ich es dann. Hä? Aber hier kann ich doch auch nicht weiter. Ach so, ich muss eventuell dem da die Tür öffnen. Jetzt habe ich es gecheckt. Kann ich dem die Tür öffnen? Nö. Hä? Soll ich nochmal probieren, da rüber zu jumpen, oder? Muss ich doppelt... Hä? Okay, die Kamera stirbt schon wieder, weil ich einfach zu wenig Batterien habe. Hab keine Angst. Ich hab keine Angst. Vor dir kann ich keine Angst haben. Ja, da vorne in der Zelle steht irgendwas mit Blut geschrieben. Das habe ich schon gesehen. Ja, okay, ich hab's geschafft. Sehr gut. Hallo. Witness. He did not kill his enemies. Ein Dokument. Und ein Jumpscare. Nee, okay. Hey, was geht mit dir denn? Die reden alle so leise. Hast du eine Batterie für mich? Nö, okay. Was geht hier noch? Gar nichts. Sehr gut, gut. Ah, hier ist wieder so eine Dusche. Die keine echte Dusche ist. Ach. Ach nee. Ah, okay. Da waren wir letztes Mal, denke ich. Kann sein, kann nicht sein. Was geht hier? Jumpgear, incoming. Hallo. Okay, du bringst mir nichts. Was geht hier? Irgendwo eine Batterie, bitte. Hallo, tötest du mich? Ja, okay, der tötet mich. What the fuck, Alter? Gut. Hallo? Da ist einer, hallo. Bist du auch schon wieder böse? Warum sind so viele Leute hier böse? Warum sind die nicht einfach alle freundlich und fröhlich? Ich wäre auch fröhlich. Okay, der hat Angst vor uns. Ja, gut. Hallo. Hallo. Warum sind hier nirgends Batterien? Ich brauche doch Batterien. Ich bin bei meiner letzten Batterie. War da gerade was? Ach, um mich zu verstecken. Ja, das ist mir... Brauche ich das? Muss ich mich verstecken? Hier geht's runter. Follow the blood. Also ich denke, ich muss da runter dann. Batterie, Batterie, bitte. Irgendwo eine Batterie. Ja! Endlich. Ich habe 200 Zellen durchsucht. Endlich eine Batterie gefunden. Okay, ich bin ganz oben. Also... Gönnen wir uns mal den Jumpscare, der jetzt kommen wird.
Oder doch nicht? Okay. Ja, na gut, gehen wir mal da lang. Alter, spooky. Was geht da auf der anderen Seite so? So ein Block D. Oh, nichts. Ist zugesperrt. Hier kann ich mich verstecken. Sehr gut, dann können wir uns mal die Notiz durchlesen. Dr. Rudolf G. Wernicke, Alter 90, verstarb am 28. Februar 2009 in Ausführung der Arbeit, die er liebte. Er wurde 1918 in München, Deutschland, geboren und erlangte großes Ansehen in mathematischen und wissenschaftlichen Kreisen durch die Veröffentlichung eines Artikels in Kooperation mit dem frühen Computerpionier Alan Turing, okay. Nach ungeklärten Verstrickungen mit dem deutschen Kriegstreiber wanderte er 1949 dank eines Visums des State Departments in die Vereinigten Staaten aus. Nach etlichen Jahrzehnten der Forschung im Auftrag der Regierung in Los Alamos setzte sich Dr. Wernicke in New Mexico zur Ruhe, wo er sich der Landschaftsfotografie und der Pflege seiner Katzen widmete. Kurz nach dem Jahrtausendwende kam er nach Colorado, um sich an den Wohltätigkeitsprojekten der Murkoff Corporation zu beteiligen. In einer Erklärung des Konzerns wird Dr. Wernicke als ein wahrer Menschenfreund mit einem großzügigen Wesen bezeichnet. Er hinterlässt keine Hinterbliebenen. Oh, er hat keine Familie. So. Da liegt eine Batterie. Gib sie mir. Sehr gut. Ich brauche Batterien. Ganz dringend. Dringender als alles andere. So, jo, jetzt wird sicher mal der Dicke wieder kommen. Wallrider. Wallrider, Wallrider. Ich kann mich verstecken. Okay. Die Batterie ist schon wieder so gut wie leer. Ich lade sie mal kurz nach. Ach, ich warte schon auf den ersten Jumpscare, wenn ich nachlade. Okay. Hier geht gar nichts. Mir geht schon wieder die Pumpe, aber sonst geht gar nichts. Okay. Ach, jetzt sind wir in irgendeinem Keller, Alter. Come on. Okay, ich denke, jetzt wird gleich irgendwas Heftiges passieren. Oh nein, jetzt habe ich die letzte Batterie nachgeladen, nicht den Lack. Okay, ich denke, jetzt wird gleich irgendwas Heftiges passieren, deswegen... Deswegen würde ich sagen, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Danke fürs Zusehen. War eine witzige Folge, ich habe gerade eine Batterie verschwendet, ich Idiot. Ja, gut. Also, wir sehen uns. Guten Abend, guten Tag und auf Wiedersehen.